Yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg. Längster Titel, den das Spiel jemals hatte, denke ich. Zumindest ein Spiel, das ich kenne. Okay, also wir hatten noch eine Schlacht gestern übrig gelassen, zwei sogar. Oh meine Güte. Das wird nicht einfach. Khan Doom. Khan Doom darf ich nicht verlieren. Wenn ich jetzt hier versage, dann wird's schwer. Dann wird's definitiv nicht einfach. Tja, mal gucken, wie es wird. Bin schon wieder so müde. Dabei war ich gestern extra früher im Bett. Bringt nichts. Bei der Hitze kann man einfach nicht gescheit schlafen. Das ist echt schlimm. Aber es soll ja besser werden, ne? Hoffen wir mal. Gut. Wo sind wir? Da sind wir. Was haben wir? Wir haben eine Orkgrube. Das ist ganz schön. Dann bauen wir noch eine zweite daneben. Dann bauen wir hier so ein Spinnenviechteil. Dann holen wir unseren Baumeister. Ich muss die Tore hier öffnen. Das Tor und das Tor. Okay. Ja, machen wir das so. Sehr schön. 600 ist ein bisschen teuer. So, der macht die ganzen Katapulte kaputt. Blöder Drache. Oder Nazgul. Whatsoever. Was haben die erobert? Da unten ist Teil. Okay, jetzt schauen wir mal. Ein Baumeister haben wir hier oben noch. Der kann auch noch bauen. Wo ist denn der jetzt? Ja, greift's da mal an. Damit ihr den weghauen könnt, weil der nervt. Und da unten durchs Tor kommen die gar nicht durch. Könnt ihr mal sehen. Macht's mal ein bisschen Vergiftung. Ich weiß nicht, ob doppeltes Gift stackt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, der muss weg, dieser blöde Nazgul. Hexenkönig, noch schlimmer. Okay. So, ich kann hier noch ein paar Teile bauen. Zwischen den Zelten geht nix. Ist natürlich ein bisschen doof, aber okay. Das heißt, ist jetzt endlich tot? Schön. So, dann können wir die Steinschleudern wieder aufbauen. R ist der Hotkey. Okay, alles klar. Ich weiß... Ah, ein Seitentor. Nett. Ah, dann kann ich hier wieder zumachen. Habe ich denn noch ein Seitentor? Nice, noch ein Seitentor. Das ist gut. Da bauen wir noch eine Steinschleuder hin. Die bauen wir... Ah, die bauen wir gerade. Ja, jetzt machen wir mal auf. Dann rennen wir drüber und dann... Ja, komm schon. Ist der denn? Ja, bau da mal das Teil hin. So, Stufe 7, sehr gut. Einfach mal angreifen und... Dann natürlich hier die ganzen Upgrades. Und dann machen wir das Tor gleich wieder zu. Sobald die hier nach draußen gelaufen sind. Und dann machen wir das hier. Ein bisschen Vergiftung. Da hat es noch einen Baumeister, den können wir uns holen. Ja, der König. Die arme Sau. Scheiß Fliege, verreck. Okay. Und dann... Oh, die Orkhöhle wurde erweitert. Wunderbar. Nochmal erweitern brauche ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Boah, der ist teuer. Ich mach noch einen Baumeister, weil ich es kann. Bauen wir nochmal eine Schleuder. Und hier auch nochmal. Aber die kommen nicht weiter. Die kommen nicht durch. Gefällt mir sehr gut. Dass die es nicht schaffen. Es gibt mir halt ewig viel Zeit. Gibt mir halt wirklich ewig viel Zeit. So.
Hier hat es auch wieder ein Seitentor. Ich habe zwei Vorposten in dieser Festung. Ist nicht schlecht. Diese Eispfeile machen gar nicht so viel Schaden, aber es geht schon. Der Schaden ist da. So. Sieht alles sehr schön aus. Oh, noch ein Baumeister gestorben. Nice. Nice. Ja, ja. Wait, warte. Wieso kann ich denn hier so... Aha! Nix gibt's. Was soll das denn? Wie kommt denn hier ein Baumeister rein? Ich weiß, ich hatte die Tür offen, aber... Der hätte doch eigentlich sterben müssen. Ist der immer noch drin? Also die Steinschleuder schon wieder kaputt gemacht. Wenigstens bekomme ich Geld durch das Plündern. Das ist sehr schön. Na komm. So. Was haben wir noch? Können wir noch irgendwo was bauen? Hier vielleicht noch? Nein. Bauen wir es dahin. Ihr sollt da angreifen, falls ihr es noch nicht gecheckt habt. So, das Tor muss ich irgendwann reparieren. Hat aber noch ein bisschen Zeit. Dass der Turm nicht von automatisch angreift, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich will mich nämlich eigentlich nicht noch da vorne um den Mist kümmern müssen. Ja, darum zerschießen sie mir die Katapulte. Aber das macht nichts, ich baue die gerne wieder auf. Ah, da kann er nicht hinschießen oder was? Da auch nicht. Was für ein blödes Katapult. Voll useless. Naja. So, was haben wir hier noch? Ein paar Gebäude kann ich noch bauen und dann fange ich an, Truppen auszubilden. Keine Sorge. So, und dann sind wir ganz draußen und da komme ich nicht hin. Ohne das Tor zu öffnen, alles klar. Bauen wir hier noch eins. Und dann bauen wir da oben noch eine Schatz... so ein Schatzlager. Ja. Und dann kommen die Spinnen. Und vielleicht noch mit ein paar Orks. Kann ja nicht schaden. So. Baumeister zurück. Türe auf. Und dann nix wie raus hier. Die machen ihre Giftklingen. Der vergiftet die, die vergiften die. Die Baumeister können alle nach hinten. Alle nach hinten. So. Da kommen ein paar Reiter rein. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Bild mal noch mal Spinnen aus, noch mal Orks. So. Wo waren die Reiter? Da hinten. Eigentlich sollte ich sie in den Gang hier stecken. Ja, die machen das Tor jetzt kaputt, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, das würden sie gerne, aber es gibt's nicht. So, der geht nach Hause. Die Spinnenreiter da rein. Und dann... ja, dann nehmen wir es halt zurück ein. Sollte ja kein Problem sein. So, und dann rennen wir dorthin. Die Orks können da wieder rein. Dann lieber doch nicht. Und dann da raus. Sehr schön. Schöne Vergiftung. Schöne Vergiftung. So, was haben wir noch? Da können wir mal drüber rennen hier. Über die. Genau, schön drüber. Boah, nice. Das macht ja schon richtig Spaß, dazu zu sehen. Ach, den brauche ich nicht. Nee. Der ist ziemlich nutzlos. So. Da wieder raus aus dem Gang. Also die Orks sind richtig stark. Ich glaube aber, dass die Zwerge noch stärker sind. Einfach aus dem Grund,
weil... Jetzt bauen wir doch noch zwei Klüfte. Einfach aus dem Grund, weil die halt auch die Gänge haben. Aber deren Einheiten viel stärker sind. Wirklich viel stärker. Als die der Orks. Generell. Also wenn ich jetzt Orks mit zum Beispiel den Hütern vergleiche... Gar kein... Also kann man gar nicht vergleichen. Die Orks hat eigentlich wirklich... Zumindest die Ork-Orks, hier diese Ork-Krieger und Ork-Bogenschützen relativ schwach sind. Obwohl das mit dem Gift gut, also Schaden machen sie ganz gut, aber sie halten halt nichts aus. So. Aber das muss man halt mal gucken. Und die Zwerge haben halt auch die Gänge, nur die, ihr Tunnelsystem, die haben das so ähnlich wie die Orks, nur mit starken Einheiten. Mir fällt gerade auf, dass ich gleich einen Drachen und so weiter rufen kann. Das würde bedeuten, ich muss ein paar Spinnen opfern, die müssen hier mal reinrennen. Gucken, wo ich hin muss. Perfekt. So, hi. Na, was geht so ab hier? Hello. Ah. Du machst mal Feuer spucken. Na, macht gut Schaden. Peitsche. Kawupp. Und dann zerstören wir das Teil noch. Ja, tschüss, Feind. So. Das ist sehr schön. Ich will nämlich alles ausrüsten, weil das Geld habe ich diesmal. Diesmal habe ich Geld. Diesmal habe ich Kohle. So, ich ziehe mich mal zurück. Wie viele Feinde haben wir noch? Nur noch Mordor. Ja, dann ziehen wir uns besser zurück. Dann zerstören wir das hier und der Rest zieht sich zurück. Und dann kann man hier wunderschön... Ah ja, genau, die Plünderer auch noch. Okay, der Drache ist weg. Ja, hau da mal drauf. Komm schon. Zack. Dann kannst dorthin fliegen. Bums. Hui! So, das war das beste Commentary, das ich machen kann. Und wo sind wir noch? Hier, oh ja, Feuerpfeile. Das Zeugs noch. Ach komm. Da fällt mir ein, ich könnte hier das ganze Zeugs reparieren. Nur das Tor darf ich nicht reparieren. Das ist jetzt für immer so stört. Okay. Ich kann doch sicher noch ausbilden. Hier noch so ein paar Spinnenreiter. Und vielleicht hier noch ein bisschen was. Und dann sammeln wir unsere Truppen einfach mal hier. Boah, das ist eine Riesenarmee. Huhuhu. Stark, stark, stark. Nein! Ich bin noch nicht so weit. Ach, schade. Okay. Vielleicht noch ein paar Feuerpfeile. Aber da wird nichts mehr gehen. Ah, okay, ich brauche das Gebäude, damit ich upgraden kann. Hoffentlich habe ich jetzt nicht alle Upgrades gecancelt. Oh, wahrscheinlich habe ich das gemacht. Okay, nicht mehr abreißen, wieder was gelernt. Aber ich habe zumindest Gundabad sehr gut verteidigt und eine starke Truppe bauen können. Und das werde ich auch sofort speichern. Weil ich nicht will, dass das Spiel nur schön abstürzt. Und dann machen wir hier noch eine kleine Schlacht. Das wird easy, sollte es werden. Obwohl die Zwerge ziemlich stark sind, aber... KI. Obwohl, ich hatte mal ein Gefecht letztens, so ein 8-Spieler-KI-Gefecht, alle brutal, jeder gegen jeden. Und die Zwerge, wow. Weil die können ja nicht nur haben die ihre Festung und diese Katapulte und die Rammen und die Axtwerfer und die komischen Streitwegen, was alles übel stark ist. Aber sie haben auch noch diese eine Fähigkeit hier in diesem Ringmenü, in diesem Fähigkeitenmenü, wo sie, und das ist ziemlich stark, Mini-Festungen platzieren können. Das heißt dort... Erhöht die Erfahrung von Orks und Halbtrollen, dann macht das mal. Und zwar sind es so Zitadellen, heißt es, glaube ich. Und das ist richtig stark. Also richtig, richtig stark. Weil die haben... Das sind Festungen, also so Mini-Festungen. Die haben drei Möglichkeiten, wo sie Erweiterungen bauen können, so Türme und so Zeugs.
und haben obendrauf einen Katapult und die Reichweite ist absurd. Und wenn die KI im Late Game, also wirklich im späten Spielverlauf, dann 3 bis 4 Stück davon hat und dauernd mit Streitwegen angreift und 15 Katapulten, also ist es schon sehr, sehr stark. Also Zwerge, ich glaube mal, dass der Ringkrieg mit Zwergen relativ, nicht ganz schwer wird. Denke ich jetzt mal. Aber da kann ich mich auch irren. Und dann müssen wir mal gucken. Wieso sind die jetzt alle Leute gestorben? Weil die nehmen mal gar keinen Schaden. Oh oh, weg, 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 weg. Okay. Es wird Zeit, Ausbildungsbetriebe zu bauen. Sowas zum Beispiel. Und der baut hier weiter. Ach, komm schon. Kann nicht so schwer sein. So, hier habe ich leider vergessen, Leute zu vergiften. Das war mein Pech. Selbst schuld. Aber wenigstens die ausgerüsteten Einheiten hier konnte ich vernichten. Ich habe schon wieder so Hunger. Oh, Vorsicht. Da ist ein... zurück, zurück, zurück! Bevor der Gimli nämlich mir auf die ganzen Spinnen springt. Das kenne ich nämlich schon. Das machen sie nämlich echt gerne. Ach, der Azog, der stirbt mir jetzt. Wow! Gimli Stufe 4 killt Azog Stufe 8. Wow. Und Thorin hatte so große Probleme gegen den? Unglaublich. Warten, warten. Thorin, nichts gut. So, Höhle, Spinne. Ich glaube, ja, da war der Gimli Jump. Ja. Was haben wir noch hier? Keine Ahnung. Wo baue ich denn? Ja, da ist ein bisschen gefährlich. Bauen wir lieber da unten weiter. Ah, meine Spinnen. Ja, überrenn die mal. Gute Idee. So. Ich glaube nicht, dass ich den Gimli schaffe. So, dann bauen wir noch eine Kluft. Und die greifen an. Okay, wenn der Gimli einfach nur dahinterher rennt, dann machen wir das ganz einfach so. Und da können wir drüber raffeln. Und schauen wir mal, das müsste dann ganz gut laufen, oder? Das ist halt das Ding, die KI ist einfach nur dämlich. Hui! Ich habe keine Ahnung, wo er hinspringt, aber das war daneben. So, der müsste jetzt tot sein. Bald. So, boah, ich habe wirklich... Wow! Kennst du das? Dieses Hungerbauchweh? Nervig wie Sau. Ich frühstücke halt nicht, auch wenn ich Hunger habe, einfach weil ich nicht viel runterkriege, aber... Heute ist ungewohnt. Na gut, die letzten Tage bin ich auch erst um 9 aufgestanden, heute war es halt um 7. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Spinnenreiter, vorwärts. Was ist eigentlich der Hotkey fürs Umschalten? T. Wow. Vorsicht. Okay. Ganz langsam. Ich fände es cool, wenn ihr da mal reinschießen würdet. Wie gesagt, der Hotkey P für Poison, für Gift, ist ein bisschen schlecht für eigentlich jeden Spieler, weil P halt mit der linken Hand ein bisschen schwer zu erreichen ist auf der Tastatur, ohne den Arm zu heben, wenn man die Finger auf ASDF hat, so wie ich. Und meine Spinnen sterben jetzt echt an den... Wie schlecht. Ja, die Trolle machen das jetzt hier. Wo erobern die was? Das gibt's doch nicht schon wieder hier. Rennst da mal drüber, Spinnen.
Wunderschön. Das macht richtig viel Spaß. Okay. Eigentlich muss ich jetzt immer nur spammen, bis der Gegner meiner grenzenlosen Macht erliegt und mir das Land übergibt, weil ein Gegner kann halt schlecht mit den Orks mithalten, was die Produktion angeht. Du kriegst halt als Ork mit Plündern, du musst halt dauernd kämpfen und dauernd Zeug vernichten. So, wenn du aber die ganze Zeit am Traden bist, so wie ich jetzt, also immer alles zum Gegner hinschicken und einfach einen Attack Move und Tschüss, und ne, dann kannst du halt ewig lang ausbilden. Hier, bumm, Kohle bis zum Abwinken. Das sind schon wieder zwei Bataillone Orks, die ich einfach so bekommen habe. Für lau. Den kann man halt die ganze Zeit durchproduzieren. Aber ich weiß nicht, wie das gegen Menschen ist oder ob Orks da wirklich stark sind. Oh, hier gibt's Vorposten. Guck mal einer an, hier gibt's Vorposten. Oh, das ist sehr schön. Dann weiß ich nicht, also wie gesagt, ich weiß nicht, kann ich hier bauen? Oh, da kann man bauen. Nice, dann baue ich da. Ich weiß nicht, wie stark die Orks in einem Mensch gegen Mensch, also Competitive Play sind, keine Ahnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass jemand, der die Orks beherrscht und weiß, warum sie stark sind und wie sie funktionieren, extrem stark ist und schwer gegen Orks zu gewinnen. Weil ich meine, das, was ich jetzt mache, kann eigentlich jeder andere auch machen. Einfach nur bauen und spam. So, aber mit Orks funktioniert das halt noch tausendmal besser, weil du halt durch diesen Plünder-Dingsbums hier plündern einfach Kohle bis zum Abwinken hast. Und du kannst es halt maintainen. Du kannst es halt die ganze Zeit aufrechterhalten, diesen Produktionsfluss. Vor allem, wenn es noch Vorposten auf der Map gibt. Ja, wenn du dann schön das Gift einsetzt und die Spinnen und überall drüber reitest und alles, das ist schon... Weil normalerweise, wenn du jetzt als Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Menschen spiele, habe ich immer Probleme. Gut, ich spiele nie mit Reitern, weil, also nie, aber selten, weil sie halt so teuer sind und schnell gegen Pikeniere, Lanzenträger sterben. Bei Orks ist mir das allerdings ziemlich egal, weil ich halt richtig raushauen kann. Gut, dafür halten die Ork-Viecher halt weniger aus, aber der Schaden ist nicht schlecht. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, in den Kommentaren ein bisschen rumdiskutieren, was eurer Meinung nach das stärkste Volk ist und wieso? Wäre mal ganz interessant zu wissen, da gibt es sicher verschiedene Meinungen. Mordor habe ich zum Beispiel schon gespielt, ist relativ stark. Menschen definitiv, Elben haben auch, Zwerge, Angmar hat auch hier, vor allem mit diesen Zauberern, Viechern da, Akolyten oder wie sie heißen, keine Ahnung. Hab Angmar fast nie gespielt. Ja, muss man mal sehen, ne? Wie gesagt, gespeichert habe ich gerade. Speichern wir nochmal, Schaden kann's nicht.